Hallo, ihr Quirlinge! In dieser Episode von Baldur's Gate 3 stellen die Gefährten Keterek Torm auf der Spitze der Türme des Mondaufgangs und eine von beiden Seiten macht kurzen Prozess. Los geht's! Ja, der Kampf gegen Keterek Torm an der Spitze der Türme des Mondaufgangs wartet auf die Helden. Wir haben es natürlich nicht mit Keterek alleine zu tun, sondern mit einer Entourage aus Nekromitten, allesamt Untote. Dem untoten Wauwau und einer nicht untoten Priesterin. Stufe 8. Genau die ist Dringil ein Dorn im Auge. Oh, 45% nur. Na, das ist wirklich wenig. Das ist auch Festbeleuchtung. Vielen Dank auch. Oh je. Da kommen wir ja gar nicht irgendwo hin, wo wir ordentlich schießen könnten. Wir haben natürlich auf unserer Seite auch Dame Eilin. Was ist ein Keterek? Ach, dieses Keterek ist da oben. Ach so, das hier ist die. Ah, okay, okay. Ich nehme alles zurück. Ja. Dann würde ich, weil sie auch gleich dran ist. Hinstürmen und ihr mit dem Susurrodolch eine mitgeben. Das ist doch eigentlich gar keine so schlechte Idee für den Anfang. Warte, Bringil. Hat sie eine Giftresistenz? Hat sie nicht. Dann gib dir noch ein bisschen... Na komm, wir nehmen ein gutes Gift, weil es Systera ist. Nehmen wir ein gutes Gift. Wärst du mit einer Flasche gutem abgehangenen Drow-Gift? Waffe überziehen. Ist jetzt ja schon der Dolch, weil ich schon auf dir gewechselt bin. Genau. Und jetzt gucken wir mal, ob wir sie verstummen lassen können. Nein! Man kann doch bei 94% nicht daneben hauen. Doch, kann man. Boah, ist das scheiße. Die ist nur von der Fackel getroffen worden. Von der Fackel! Boah, das kann nicht wahr sein. Ach, Dringil, ey, echt. Oh, hätte ich doch lieber so einen Pfeil geschossen. Ach, das geht ja gleich richtig gut los hier. Ja, danke für nichts mal wieder. Ich will nicht, dass sie zaubert. Ich will nicht, dass sie zaubert. Ich will nicht, dass sie zaubert. Pass auf. Karlach kann zweimal schießen. Dann versucht Karlach mit den Pfeilen der arkanen Interferenz, in der Hoffnung, dass wir sie verstummen lassen. Also, hier. Schießen Karlach. 65% Nummer 1. Gut. Hat gesessen. Sie ist jetzt verstummt. Sie dürfte jetzt eigentlich nichts machen, wenn sie gleich dran ist, aber wer weiß. Dann kannst du wieder wechseln. Hinter uns haben wir keine Gegner. Da drüben sind welche. Wir können Karlach auch noch, ihr wisst schon, was machen lassen. Können wir noch einen hier angreifen? Den da geht das noch? Das geht noch. Watch this. Mhm. Ja, dann geht auch in Kaserei, komm. Kannst noch ein Stück dich bewegen, aber auch nicht viel. So. Okay, jetzt dürfte sie eigentlich nicht zaubern können. Mal gucken, ob das stimmt. Das verstummt. Das geht jetzt weg. Was war denn das, Dringil? Okay, jetzt kam wieder Glück dazu. Was ist jetzt passiert? Ich bin immer irritiert davon, dass da steht, man ist nach dem Treffen des Pfeils der Interferenz ist man für eine Runde lang verstummt. Aber so wie man drankommt, ist am Anfang des Zuges als Betroffener das Verstummt weg. Ich bin nicht sicher,
hätte sie jetzt zaubern können. Sie konnte nicht zaubern, weil sie ist dann weit weggelaufen von Dringil. Und der hat einen Gelegenheitsangriff machen können. Und der hat sich gewaschen. Und vor allen Dingen deswegen, weil das Gift, das Drow-Gift gewirkt hat. Und sie ist jetzt von Drow-Gift befallen. Und deswegen ist sie... Sie ist jetzt verstummt. Das kommt jetzt aber von dem Susur-Dolch. Ja gut, also ich glaube, um die müssen wir uns jetzt im Moment nicht kümmern. Es gibt gerade gefährlichere Gegner. Zum Beispiel Keterik Torm. Was kann der denn gar nicht? Oder was kann der denn? Der hat ja Resistenz gegen Nekrotisch und ist Giftimmun. Arkane Verzauberung. Was heißt denn das? Er hat einen Bonus und plus 1 auf deinen Zauberheilungsspiel. Also wenn er zaubert, haben wir ein Problem. Dunkelsicht, Extra-Angriff. Feenblut, göttliche Gesundheit. Gegen Krankheiten immun. Erlittener Schaden ist verringert. Nahkampf kann man jemanden umstoßen. Unnachgiebigkeit des Schnitters. Wenn aktiviert, kannst du nicht gegen deinen Willen durch einen Zauber oder eine Aktion bewegt werden. Das geht anders auch nicht. Da könnt ihr auch nicht verzaubern. Also Gestalt wandeln, verbessertes göttliches Niederstrecken. Welcher Gott auch immer ihm hilft. Verteidigung. Ja, okay, also... Jetzt keine besonderen Resistenzen. Da oben eine Dolchwolke hinzustellen, wird er wahrscheinlich nur anfangs was nutzen. Wobei, wie war das? Man kriegt da bei der Dolchwolke, bekommt man... Eine Dolchwolke würde auch diesen Wauwau mit behaken. Bei der Dolchwolke war es doch so, man am Beginn der Runde bekommt man Schaden. Also jetzt würde Will zaubern, dann bekämen die beiden Schaden. Und wenn sie beiden dran sind, also gleich er und dann der Wauwau, bekämen die doch auch nochmal Schaden. Weil sie am Beginn ihrer Runde Wuchtschaden von dieser Dolchwolke bekommen, richtig? Hiebschaden ist es, um genau zu sein. Er hat keine besondere Hiebschadensresistenz. Aber natürlich relativ hohe Rettungswürfe. Was ist, wenn ich es mal mit einem sengenden Strahl versuche? Ach, zu weit entfernt. Will, es ist doch immer das Gleiche mit dir. Komm ein bisschen näher. Ich will mal gucken, was das macht. 25%. Da kommen von den 1, 2, 3, 4, 5, 6, kommen 1 bis 2 durch und dann haben wir minimalen Schaden. Ich finde es besser, die Dolchwolke, weil wenn die nicht funktioniert, dann funktioniert sie wahrscheinlich wenigstens beim Wauwau. Ne? Und der wird nicht so blöd sein, da stehen zu bleiben. Der wird gleich wieder rausgehen, aber für den Moment kriegt er Schaden. Und der war gar nicht so schlecht. Der war... Das war richtig viel. 24 war richtig viel. Das war... Fünftel ungefähr. Sechstel. Mhm. Ah, Siebtel. Und Wauwau ist halbtot. Und Wauwau überlebt vielleicht sein Drankommen gar nicht. Aber mehr kann Will jetzt auch nicht tun, außer sich vielleicht ein bisschen irgendwo hier hin zu flüchten. Er weiß, Dringil mag es schummrig. Ach, da ist ja noch einer um die Ecke. Schade. Na gut, dann geh mal dahin. Und dann lassen wir ihn sein großes Theater beginnen. Und da kriegt er nochmal 24. Sehr gut. Und er läuft natürlich raus. Das war abzusehen. Aber er hat 48 Punkte Schaden bekommen durch Will. Focus your attack, soldiers. Es soll Dringil dran glauben. Oh, das tat weh. My Lord beckons me. Welcher Lord denn? You must return to your prison, and my daughter must be reclaimed. Die ist doch wieder da, du Depp. Your daughter? Isabel. Was? Das weißt du nicht? Oh je, das ist der fleischige Aufzug, den Mick gehört hatte.
You will fall as sure as she. This has only begun. Glaube ich nicht. That tentacle was colossal. How can such a thing be possible? Ja, Dringend hat ein Problem, weil sie alle auf ihn gehen jetzt. Ja, also das ging ja gerade jetzt richtig schnell mit Keterik. Wo ist denn der überhaupt? Wo ist Keterik? Der ist gar nicht mehr da. Ach, der ist jetzt mit ihr verschwunden. Okay, das ist natürlich böse. So, es ist jetzt leider so, dass alle auf Dringil gehen. Alle gehen auf Dringil, weil er ihnen das gesagt hat. Tödlicher Befehl. Der Wauwau ist übrigens auch nicht mehr in der Gegnerliste, wo der hier oben noch drin steht. Ach, der ist auch schon gestorben. Ach so, der war dran und ist gestorben. Direkt durch die Dolchwolke. Alles klar. Gut. Tja. Könnten wir Dringil vielleicht einfach unsichtbar machen? Damit er nicht angegriffen werden kann? Geht das? Kann man mit der Unsichtbarkeitsrolle jemand anderen unsichtbar machen? Das weiß ich gar nicht. Hier. Berühre eine Kreatur, um sie unsichtbar zu machen. Angriffe gegen sie sind im Nachteil. Das ist vielleicht das Beste, was wir gerade für Dringil machen können. Ne? Also. Zauberwirken Schattenherz. Es ist der Zielpunkt nicht erreichbar. Okay, wir müssen erstmal ranspringen, weil wir müssen wirklich ganz nah rangehen, offensichtlich. So, jetzt nochmal. Okay. Hat zwar eine Fackel in der Hand, aber es ist egal, er ist unsichtbar. Jetzt können wir leider auch nichts mehr machen, hier kleine Heilung oder irgendwas, das ist uns leider nicht vergönnt. Wir gehen mal ein Stück weit weg und hoffen, dass Dringil das jetzt irgendwie übersteht. Achso, sie hat jetzt ein Konzentrationsproblem, weil sie das, die Konzentration aufrecht erhält. Hoffentlich schafft sie das. Ach, und da ist die Unsichtbarkeit gleich weg. Aber immerhin, die haben trotzdem nicht Dringil angegriffen. Das ist ja ein Fortschritt. So, dann. Könnte Karlach... Der Zielpunkt ist... Hä? Nein, Moment, was mache ich hier? Greif doch... Wobei, der ist ja fast weg. Geh mal dahin, wenn der einen Gegenangriff macht auf dich, dann kriegt der Schaden zurück. Und stirbt dadurch, genau. Ja. Dann können wir ja vielleicht zwei wegpflücken. Zwei weniger, die auf Dringil schießen, danke. So, Dringil. Ach, Sustera ist auch noch da. Stimmt. Aber die ist gerade verstummt. Dringil ist aber auch verängstigt. Achso. Doch, Dringil ist dran. Dringil ist dran, tatsächlich. Er hat nur eine raffinierte Aktion übrig. Ja, zwei. Verstehe. Ja, komm dann. Geht das?
Ach nee, er ist immobil. Weil er verängstigt ist, ist er immobil. Er kann sich also momentan nur so treffen. Okay, verstehe. Sie ist eine Humanoide. Wir haben nur einen Schuss, 24 ist viel. Haben wir noch einen Pfeil des Humanoiden-Tötens? Ja. Hoffentlich geht das. Oh, es läuft halt. Bei Drigi läuft halt echt gar nicht. Zumindest nicht, wenn er gerade dran ist. Wow, das war ja richtig scheiße. Das war ja mega scheiße. Nebelschritt durch irgendwas, was er hier bei sich trägt. Du bist immobil. Kannst du dann nicht machen, oder wie? Doch, kannst du machen. Geh mal da in den Rauch. So. Hier kannst du nämlich auch verstecken. Da kommt ihm erstmal ein Trank. So. Gut. Die ist immer noch verstummt, deswegen prügelt sie. Da kommt diese treudigste aller Einsen. Das ist wirklich, es ist immer wieder schön. Ja, diese Dolchwolke, die können wir erstmal abbrechen. Das nutzt ja da oben niemandem mehr was. Aber die hat ihren Dienst getan. Wir können sie angreifen. Oder ein paar von denen da. Oder von denen hier. Ja, du machst nicht 18 Schaden, aber wenn du zweimal triffst, dann ist einer weg. Geh mal um die Ecke und mach das. Da haben wir wenigstens einen von denen weg. Ja, wobei, na, mit dem Crit waren es schon 18, konnte man aber vorher nicht wissen. Einer weniger, der auf irgendwen hier schießt, auf Schattenherz zum Beispiel. Und mehr kannst du jetzt im Moment nicht machen. Jetzt wird geschossen, wahrscheinlich... Ah, auf Karlach. Das ist dumm, weil die Keil zurück. So, Schattenherz. Wir haben jetzt hier einen, der ist angezählt. Wuchtverwundbarkeit. Also im Fernkampf 60-40, das ist nicht gut. Gleißende Schaden 65%, 75%. Reicht nicht ganz, schade. Alle haben so ein bisschen gelitten, vor allen Dingen Dringil. Das lohnt sich mal, den da zu machen. Nimm auch das da. Bisschen Heilung auf alle, auch wenn es nicht viel ist, aber das hilft. Jetzt gibt es Keile auf dich wahrscheinlich. Nee, auf Will. Und der lässt gleich federn. Aber Schattenherz lässt mehr federn. So, Karlach. Der da ist... Ja, auch da mache ich jetzt den Trick. Der kriegt jetzt nämlich 7. Jetzt haben wir eine Chance, die beide umzuhauen. Ja. So. Count on me. Falls sie jetzt wegrennt, dann kriegt sie auch nochmal einen Hieb ab mit der Hellebarde. Oder mit der Gläfe vielmehr. Never a dull moment. Ja, Dringil. Es wäre halt schon auch irgendwie schön, wenn wir mal... That's a friendly looking shadow. Wenn wir mal irgendwie mit dir im Hauptangriff einmal treffen würden in diesem Kampf. Das wäre schön.
wenn es nicht nur völlig daneben geht. Sie verliert gleich ihre Verstummung. Das wollen wir gerne ändern. Und diesmal klappt so, wie ich das die ganze Zeit schon wollte. Sehr gut. Die ist also kein Problem mehr. Und der Rest ist auch nicht mehr. Will. Will kann vermutlich den nächsten behandeln, wie er das gerade schon gemacht hat. Nee, kann er nicht. Weil einer daneben geht bei 95%. Das muss man erstmal schaffen. Der hat eine Trefferchance von 85% und würfelt die letzten 15. Ach, ist das schön. Und wir kommen nicht mal nah genug ran, um ihn zu schubsen. Nicht mal das schaffen wir. Okay. Zieh dich zurück. So. Das sind ja doch nochmal alle dran. Du Arsch, was würfelst du? Okay. Machen wir den gleichen Trick nochmal? Na, wobei, das ist schwierig. Die sind noch zu gesund. Aber wir sind jetzt alle dran. Insofern ist das doch kein Problem. Der da ist... Also komm, Will. Mach das mal folgendermaßen, Will. Ja, das hat gewirkt. Dann sollte Dringil versuchen, den da zu treffen. You've made a grave mistake. Ja, gut. Und Karlach hat jetzt beide Angriffe für den übrig. Sollte eigentlich reichen, oder? Ja. Ja, komm. Okay, ja, und nu? Well, no choice but to follow. Wir müssen ihm folgen. Ja, okay, machen wir gleich. Erstmal stellt ihr euch alle zusammen. Also Dringi braucht auf jeden Fall Heilung. Will natürlich auch. Ach ja, aber nicht jetzt, Leute. Ich glaube, das verbietet sich, rollenspielerisch gesehen, jetzt einen Ratz zu machen, wenn es nicht spielmechanisch unbedingt notwendig ist. So, wirf mal einen dicken Trank hier auf alle drei. Aber Karlach muss wieder ein Stück näher. Geht's jetzt, Schattenherz? Wirf! Oh, das ist doch nur so ein Pixel. Was ist denn hier los? Weg da und dann kommst du näher ran. Geht's denn jetzt? Ja. Das hat doch geholfen. Außer bei Schattenherz, sie hat nur einen einzigen Punkt bekommen. Das ist gemein. Aber sie kann, also sie darf sich einen einflößen. So, das reicht. Okay, was haben wir denn hier zu plündern? Gold. Sie hat dabei einen Knochenschlüssel, was auch immer das ist. Sie hat auch einen diabolischen Flegel des Myrkul, wie die andere Myrkul-Priesterin. Gut, den brauchen wir jetzt natürlich nicht nochmal. Zweimal brauchen wir diese Waffe nicht. Hier liegt ein Untoter. Wauwau kam gar nicht zum Zuge. Hat auch nichts dabei. Und was haben wir denn hier? Die Schriftrolle ihres Ruhms lesen. Ein belehrendes Schreiben für Zeloten der Absoluten, die eine Audienz erhalten. Gesehen zu werden ist bekannt zu sein und ihr bekannt zu sein ist vollkommen. Was dieser Zirkel an Gedankenschindern, der die Absolute bildet, was der sich für einen Blödsinn ausgedacht hat, um irgendwelche Dummköpfe zu blenden. Aber es funktioniert. Befreit euren Verstand von allen Schleiern, damit die Gedankenschinder euch leichter manipulieren können.
Nichts kann ihrem blinden Blick entgehen. Es wäre also töricht, Geheimnisse vor ihr zu haben. Sie hat einen blinden Blick. Alles, was ihr habt, jedes Fragment eures Seins, gehört ihr. Im Gegenzug wird euch ein Fragment ihres Seins angeboten. Ein Splitter der Vollkommenheit, ja, eine Augenmade, fest verankert in eurem verständnislosen Verstand. Ist auch eine seltsame Formulierung. Wir sind immerhin wahre Seelen und die Wahrheit unserer Seele gehört ihr. Warum eigentlich nicht dem Seelenträger selber? Warum sollte die Wahrheit einer Seele einem anderen gehören? Das wird auch nicht erklärt. Adrinke denkt sich, meine Güte, das glauben Leute. Und zwar nicht nur irgendwelche Gobos, sondern auch Hochelfen, Drow, gestandene Humanoide. Und die glauben das wirklich, die glauben das. Boah. Wie dumm ist grenzenlos. Und auch in dieser Episode mal ein großes Dankeschön an all diejenigen, die die vorherige Episode gesehen, geliked und meinen Kanal abonniert haben. Das freut mich sehr und hilft mir. Vielen Dank. Okay, Nekromitten. Die nächsten. Na, Edelstein. Wer ist denn das? Ach, Jahira. Die wird uns gleich ansprechen. Rufen wir noch irgendwas? Eine Truhe? Ach, dafür ist der Knochenschlüssel da gewesen. Damit finden wir den Ring des erhabenen Marks. Nicht des erhabenen Detlef, des erhabenen Marks, okay. Wenn man durch diesen Ring blickt, stellt man fest, dass es keine andere Seite gibt, sondern nur eine einladende Dunkelheit, die sich nicht erklären lässt. Gibt ab, nee, was? Ermahnung des Auferstandenen. Unterwirf Untote mit deinen Befehlen. Aha. Und Ghoulhand. Schlage mit tödlichen Klauen zu und lähme das Ziel möglicherweise. Elfen und Untote können nicht gelähmt werden. Also auf jeden Fall ist der Ring von handwerklich hoher Qualität. Wer kann denn den tragen? Karla hat noch einen Platz frei. Das kann er auch Schattenherz machen. Das ist, glaube ich, besser, bei Schattenherz zu lassen. Und dieser Ring hier, den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das ist Unfug. So, weiter geht's. Den Bau hatten wir. Hier gibt's noch ein paar Untote. Den hatten wir schon. Der fehlt. Oh, schöner Ring. Noch ein schöner Ring. So, was ist denn das hier draußen dran? Also irgendwie hat Nachtlied auch, Trigi denkt sich, da war dieses eine Tentakel. Wie kann man denn so ungeschickt sein als beflügeltes Wesen, dass man sich von dem einen Tentakel, was hier oben in dem freien Luftraum nach einem toucht, sich von diesem einen Tentakel auch noch erwischen zu lassen. Es ist doch wirklich... Ach, hier ist auch mal der Aufgang. Verstehe. Fackel nehmen wir mit. Ja, der Schattenfluch ist auch noch nicht aufgehoben. Der ist an Keterik Torm gebunden. Na, so habe ich das verstanden. Solange Keterik noch irgendwie ist, solange haben wir noch keine Möglichkeit, hier das Licht wieder anzumachen. Wie wächst denn hier ein Baum? Ja, es wird wohl genauso sein. Da kann man nicht hin, da geht's nicht rein. Da oben waren wir, hier drüben wird's interessant. Ach so, es gab noch diese eine Nische hier, genau richtig, diese... Ach, es gibt zwei Nischen sogar. Mensch.
Brigitte, beeil dich mal ein bisschen. Nachricht von Gorta, schon wieder. Lesen. Keterik, nur eine kurze Nachricht. Ich musste voller Bestürzung erfahren, dass eure Einsatztrupps das Artefakt nach wie vor nicht beschaffen konnten. Die Gedjanki scheinen auch hinter ihm her zu sein. Ich habe euch bei Gelegenheit noch mehr zu sagen, aber eure Truppen dürfen sich diesen Gegenstand auf gar keinen Fall wegschnappen lassen. Das Artefakt ist ja wieder zu uns zurückgeflogen. Moment, richtig? Wir haben es doch wieder. Oder? Ja, da ist es. Es hat ihm ja irgendwie auch gestört, aber nicht genug. Er hatte irgendeinen absoluten Zauber, wie auch immer er den machen konnte, ohne Augenmade. Wobei, wir wissen gar nicht, ob er eine Augenmade hat. Wir haben ihn ja noch nicht seziert. Ich glaube, diesen Brief meinte Keterik, dass er in ungehobeltem Turmfall war. Weil Gortasch ihm quasi Anmerkungen macht. Keteriks Wein. Ja, den werden wir den Armen spenden. Zweifelsfall. Flaschenregal. Alles schon leer gesoffen. Runde Flasche. Räucherfass. Ach, das macht nur Licht. Noch Nekro mit. Kleinigkeiten. Nekromantische Kodexe und ihre Rätsel lesen. Stempel auf den Vorsatzblättern weisen darauf hin, dass dieses Buch einst zur Bibliothek der Hohen Herolde gehörte, als diese die Türme des Mondaufgangs besetzt hielten. Davon wissen wir noch gar nichts. Hier die Zusammenfassung des Bibliothekars. Sehr alte Gelehrtenabhandlungen über obskure nekromantische Bücher und Kodexe, ihre mystischen und arkanen Schlösser und wie man sie aufschließt und entziffert. Zum Schluss ergänzt der Bibliothekar die folgende Anmerkung. Dringliches Ersuchen des Forschers Ilin Tod, dieses Buch auszuleihen. Offiziell abgelehnt. Das angegebene beiläufige Interesse an der berüchtigten Nekromantie von Tai ist ein eindeutiger Warnhinweis, dass sein Interesse alles andere als beiläufig ist. Jedenfalls ist dies nicht einmal das Buch, das er wirklich will. Er hat es eigentlich auf den Tarkiatischen Kodex abgesehen. Kann man mit Hilfe dieses Buches vielleicht dieses Nekromantiebuch weiterlesen? Das ist ja auch noch eine Quest, die wir haben, dass wir das Nekromantiebuch noch gar nicht bis zu Ende gelesen haben mit Gale. Hilft uns dieses Ding hier irgendwie dabei? Wohl nicht. Wohl nicht, Todeswolke. Nehmen wir mit. Auge in der Flasche. Aber nicht das von Mama, sondern irgendein anderes. Okay. Ja, dann hier der noch und dann gehen wir zu Jahira. Denn ich glaube, ich habe jetzt nichts mehr übersehen. Den Qualm haben wir noch nicht. Ja, wir gehen mal in alle Türmchen, nicht, dass hier noch irgendwas auftaucht plötzlich. This must have been quite a view once. Ach ja, hier unten ist, man kann es leicht erkennen, ist Reitwin. Aha, ja, das war wohl mal ein schöner Ausblick, aber Keterik versaut ja alles. Er versaut absolut alles. Und hier kam das Tentakel raus. Und da ist Jahira. Aber wir müssen sie ansprechen. Der hohle Turm. Leute, können wir jetzt mit diesem Tentakel irgendwas machen? Ach, da sind die Reihen. Ah, ich verstehe. Das machen wir erstmal nicht. Nein. Also machen wir natürlich, aber nicht jetzt. Ich dachte, der ist wieder zurück ins Mausoleum und so. Aber der ist da reingezogen worden. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, Jahira wird sagen, ja, ihr müsst da mit hineinspringen. Naja, klar, Jahira, logisch. Ah ja, hier von diesem ganzen Aufstieg, den kennen wir noch gar nicht. Ja. Da war Dringi, da unten ist nur
irgendwie ein bisschen Beleuchtung. Ah, hier. Die letzten beiden leeren Vasen. Ja. So, Jahira. Jahira, es lief so halb gut. Und halb schlecht. The General will call that a tactical retreat, I'm sure. But you have him on the run. That thing he summoned was illicit. Follow it below and find him. Before he has a chance to subdue the Night Song again. Mhm. Also, der General wird diesen Rückzug einen taktischen Rückzug nennen, aber wir haben ihn eigentlich in die Flucht geschlagen. Das Ding, das er gerufen hat, war ein Illitide. Folgt ihm nach unten und findet ihn, bevor er Gelegenheit hat, Nachtlied wieder zu bewältigen. Ja, wir wissen ja, wo das hinführt. Das führt unten in diese komische Kammer, wo wir unten schon mal waren, in die wir aber nicht reinkommen konnten, wo dieser eine Typ rumläuft, der irgendwie Gesichter sagen möchte den ganzen Tag. Ja gut, die Hafner kommen da nicht mit. Aber trotzdem. Kommt ihr mit euren Hafnern denn nicht mit? Better they stay here and hold the tower should Ketherick's army catch wind of our assault. Aha. But if you have room for one lone soldier, I would face Ketherick by your side. Das findet Ringi gut. Achso, wir können jetzt endlich mal ihr Handelsinventar einsteigen und gleich wieder aussteigen. Danke für gar nichts, Jahira. Also die Hafner bewachen den Turm, weil wir haben immer noch diese ketherische Armee hier in der Nähe. Die könnte natürlich hier auch für Turbulenzen sorgen. Jahira bietet sich aber selbst an. Wenn ihr noch einen Platz für eine einzelne Soldatin habt, wäre ich gern dabei, wenn ihr Ketherick besiegt. Wisst ihr, was uns erwartet, wenn wir ihn finden? Theory and supposition. None of which will help us in the fight to come. Ketherick must die. And the Absolute with him. We will work out the details as they rear their ugly heads. Ketherick muss sterben und die Absolute mit ihm. Die Einzelheiten klären wir, wenn sie ihre hässlichen Fratzen zeigen. Glaubt ihr wirklich, dass eure Soldaten eine ganze Armee zurückhalten können? If our luck holds, they won't need to. If it doesn't, well... They are harpers. Being outnumbered is part of the job. But the sooner we reach Ketherick and rob his army of their reason to fight, the better. Mhm. Ja, sie... Ja, also im Grunde genommen glaubt sie nicht wirklich dran. Außerdem ist Bohr nicht mehr am Leben und damit stehen die Chancen der Hafner sehr schlecht. Ich sag mal, sie soll uns begleiten, aber eigentlich nur, sie soll ins Lager gehen, wenn sie eine Gefährtin ist, die wir auch später noch engagieren können. You have numbers enough already, I think. You'll want a small force, if you are to finish this quickly. Okay, jetzt... Ich dachte, ich kann die jetzt ins Lager schicken. Nee, also unter diesen Umständen nehme ich sie nicht mit. Don't rush on my account. Nee, dann nehmen wir sie nicht mit. Ketherick awaits. What do you need from me? Ja, nee, nehmen wir nichts, okay. Ja, also ich möchte jetzt hier das Winning-Team nicht tauschen. Auch aus rollenspielerischen Gründen nicht. Schattenherz braucht jetzt gerade starke Gefährten, die mit ihr gemeinsam kämpfen, die sie nicht hier irgendwie ins Lager abschieben oder so. Will hat seine Sache eigentlich gut gemacht zuletzt. Hat noch einen Zauber frei. Achso, wir könnten noch mal... Es gibt doch hier diesen einen Ring oder das eine Amulett. Ich suche mal, was ich haben möchte. Hier. Das Zauberkrux-Amulett. Da kann man einen Zauberplatz regenerieren. Vielleicht ist das ja gerade genau das, was wir bei Will brauchen. Der hat ja einen Zauberplatz jetzt durch die Dolchwolke verloren. Können wir das machen?
Bei einem Hexer geht das? Zauberplatzregeneration der sechsten Grades, oder? Keine Ahnung. Geht das so? Lass mich raten, ich habe gar keinen sechsten Grad Zauber, hä? Huh? Ja. Ja, das habe ich toll gemacht, oder? Ach, wie blöd kann man sein. Ja, es hätte funktioniert, wenn wir einen sechsten Grad Zauber hätten. Ja. Ich hab's ja verstanden. Ach, wisst ihr was? Dann will ich mal nicht so engstirnig sein. So, das Amulett hat funktioniert. Ich habe Zauberplatz Rang 5 angeklickt. Ja, es ist nichts passiert, nichts Schlimmes passiert. Peinlich. Okay, so, dann wären die Helden ja soweit. Und könnten da mal reingehen. Aber der Dramaturgie der Aufnahmesession und des Episodenschnitts geschuldet erst im nächsten Teil. Bis dahin.